Ach, ist das schön hier auf dem Deich. Ich liebe diesen Ausblick. Na gut, die scheiß Spargel da hinten liebe ich natürlich nicht. Diese ineffektiven Sondermüllräder. Das wird man dann auch in 20, 30 Jahren merken, wie unnütz dieser erneuerbare Energienblödsinn ist. Es gibt nämlich keine erneuerbaren Energien. Energie kann sich nicht erneuern. Energie kann nur gewandelt werden. Naja, wieder ein anderes Thema. So gibt es unendliche Themen, die man ansprechen könnte, wo man immer aufpassen muss, dass man dann nicht gleich angegriffen wird und in die falsche Ecke gestellt wird. So, hier kommt auch immer die Ecke, wo irgendein Fasan rumläuft. Heute kein Fasan unterwegs? Das kann ja wohl nicht angehen. Sonst sehe ich hier immer, da ist ein Fasan, da ist er. Da unten unterm Baum. Tatsächlich. Und da ein Kaninchen läuft gerade über die Straße. Ja, wenn ich komme, kommen die Tierchen raus. Immer wenn ich komme, kommen die Tiere raus. Die wissen ja auch, dass ich vorsichtig fahre und den Tierchen nicht über die Schwänze fahre. Ja. Mensch, hier ist was los. So, dann wollen wir mal sehen. Noch ein Stück nach rechts. Fahren wir noch über Röderhude. So, mal eben den Arsch entlasten. Schon wieder platt gesessen. Oh. Tja, bei dem Wetter sind natürlich viele mit Skateboards unterwegs und Rollerblades und wie diese ganzen Sachen so heißen. Snakeboards. Ui, grün. Da ist ja schon grün. Da können wir sich umfahren. So, dann geben wir mal Gas. Jawohl. Langsam. Immer schön langsam. Hallöchen, Popöchen. So, sind wir schon wieder in der Ritterhude. Ritterhude. So, was macht wie denn in der Ritterhude? Mit früher mal meine Oma gewohnt. Aber das ist lange her. Die ist gestorben, als ich 12 oder 13 war. Ein Mini-Tunnel. Da haben wir sogar Vorfahrt. Unglaublich. Vorfahrt für Vernunft. Ja, wir fahren sehr vernünftig. Na gut, hier ist 30 angesagt, wir fahren 44. Aber ein bisschen Schwund ist immer, oder wie war das? Steht auch mitten auf der Straße. Naja, auf dem Dorf, ne? Was willst du erwarten auf dem Dorf? Oh. Die Ampeln sind ja aus.
Sehr schön. Mann, 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 die klingt aber auch geil, wenn man Gas gibt. Kernig, kernig. Ich muss unbedingt mal Aufnahmen jetzt machen, wo ich das Mikrofon nach hinten vorlege. Mal gucken. Soll die Tage ja noch so schön warm bleiben? Dann könnte man das ja mal machen.